Schön. Sehr intensiv. Anstrengend und aber gleichzeitig hat es sich ausgezahlt. Ich glaube, es hat eigentlich alles sehr gut funktioniert. Ich habe den ganzen Dreh als wahnsinnig lustvoll empfunden. Ja, obwohl man das immer sagt, war es wirklich in dem Fall ganz ernst gemeint. Eine Arbeit, die ich sehr genossen habe. Das war einfach echt schön, mit allen zusammen zu sein. Das war super. Wisst ihr das nicht? Nach 4 Wochen muss der Bundespräsident im Kinderland gehen. Und dann? Anruhe. Ja. Sieht er ein bisschen was? Ich habe das Gefühl gehabt, dass es sehr ungewöhnlich ist für eine österreichische Serie, aber auch für eine deutsche Serie. Und das, was ich am interessantesten gefunden habe, war der Umgang, dieser behutsame Umgang mit Figuren. Also, dass du zwar auf den ersten Blick eben the good, the bad and the ugly hast, aber du hast sehr fein gezeichnete und sehr liebevoll behandelte Figuren. Früher waren wir glücklich miteinander, jetzt sind wir unglücklich ohne einander. Ja, es ist doch relativ nah, glaube ich, am wirklichen Leben. Es ist auch in der Recherche der Bücher relativ nah an dem, was sich dort tatsächlich abspielt, geblieben. Also das sind gut recherchierte, nicht beschönigte und nicht auf Hochglanz polierte Begebenheiten aus dem Krankenhausalltag. Dass darüber hinaus der Held gerade in einem schwierigen Lebensabschnitt steckt, um es mal so zu sagen. Ja? Also das schafft halt Konfliktstoff, das schafft Reibungsfläche und das schafft halt einfach eine dichte Geschichte. Man würde im Nachhinein, wenn das kein Film wäre, sondern es wäre das Leben, würde man sagen, na, das war vielleicht ein Scheißjahr. Karin, sag das nicht, wo ich. Na. Gott sei Dank, ich habe jetzt echt geglaubt, du bist schwanger. Also nein, ich habe gemeint, ich sage nicht, dass es nicht wahr ist. Also ja, ich bin schwanger. Ah, echt idealer Zeitpunkt für doppelte Verneinung. Danke, Karin. Scheiße! Was mir an der Serie prinzipiell so gut gefallen hat, es gibt eigentlich keinen einzigen Gewinner. Es sind alle Verlierer. Das hat euch so faszinierend gefunden. Es gibt keinen Guten, es gibt keinen Bösen. Die im ersten Moment vielleicht unsympathisch sind, haben auf der anderen Seite was sehr Nettes. Die sehr sympathisch sind, haben einen tiefen Abgrund hinter sich. Es bewegt sich jede Figur in einem sehr breiten Rahmen, ist aber nie unrealistisch. Na, ich glaube, das ist das Aussparen von diesen Schwarz-Weiß-Momenten, wie du sagst, oder diese, dass das eigentlich kein Risiko ist, sondern dass es das eigentlich eine Qualität ist, die halt oft vergessen wird. Im Fernsehen weiß ich halt niemand Zeit dafür nimmt vielleicht, ich weiß es nicht, oder weil es halt nicht gefragt ist oder so, keine Ahnung. Aber bei uns war es sowieso immer so, von Anfang an, wie wir das Projekt begonnen haben zu schreiben oder darüber nachzudenken, dass wir was machen wollten, was jetzt nicht klassisches Fernsehen ist, das war eh klar. Thank you.
Prominenten hat das nicht so, der Hermann. Kommt eher aus einer gefühlsarmen Gegend, gell? Stockerer. Brauner. Entschuldige, das finde ich echt gelungen. Sie sind aus Brauner? Ja, und? Soll ich wen grüßen lassen? Kennen Sie wen? Naja, initial zumindest war es so, dass der Josef und ich haben uns getroffen. Wir haben ja schon zweimal was miteinander gemacht und haben gesagt, wir wollen gerne wieder was machen miteinander. Und dann ist mir plötzlich diese Pathologengeschichte eingefallen, die ich einmal geschrieben habe. Ich habe ein Drehbuch geschrieben, ein ganz fertiges über Pathologen für einen Kinofilm. Und das hat mir dann irgendwann nicht mehr gefallen und ich habe es weggeklickt. Und auch weil ich mir gedacht habe, für einen Kinofilm, dass dieses Pathologenthema so irgendwie zu stark schon besetzt ist. Und dann bei dem Gespräch halt so entstanden, dass ja das vielleicht eine bessere Serie ist eigentlich, weil es einfach zu viel hergibt, um es nur in 90 Minuten zu erzählen. Und weil es vor allem, finde ich, ist ein Metier von Krankenhausserie, das aus der Perspektive ist noch nie eine Krankenhausserie erstaunlicherweise erzählt worden, was total seltsam ist, aber es ist so. Also ich kenne zumindest keine. Und es gibt ja auch nichts Hartereskeres, als aus der Pathologensicht eine Krankenhausserie zu erzählen, finde ich. Und nachdem die ersten zwei Bücher da waren, war auch klar, irgendwie, dass das funktioniert und dass die Herangehensweise funktioniert, dass der Schmäh funktioniert. Und ja, so war die Initialzündung. Cast ist durchwegs reine Freude, wirklich. Also wir haben sehr lang überlegt und einige Sachen schon sehr früh gewusst und schon im Drehbuch hingeschrieben, andere Sachen nicht gewusst und dann aber knapp vor Schluss genau das Richtige bekommen. Der Cast ist wirklich einer, wo das Drehbuch noch einmal stärker wird. Der Ensemble-Gedanke ist irgendwie entstanden, eigentlich mehr mit dem Josef gemeinsam im Kaffeehaus, wie wir geschrieben haben, oder in irgendwelchen Hotelzimmern. Also wir gesagt haben, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, so eine Serie oder einen Zweiteiler zu machen, ist, man baut jetzt alles um den Josef herum, weil es eine Harder-Serie ist. Oder, was ich mutiger und besser finde, ist, dass man, sage ich jetzt mal, drei, vier gleichwertige Figuren eigentlich hat, die auch ihre eigenen Handlungsstränge haben und dass nicht in jeder Szene Josef vorkommt. So dass der Josef natürlich der Leader eines Ensembles ist, aber trotzdem Teil eines Ensembles eigentlich. In dem ganzen Ensemble gibt es keinen, der nicht funktioniert. Es war einfach eine Spitzentruppe. Und es ist so toll, wenn man an ein Set kommt und sich einfach gefreut, die Leute zu sehen. Und sich gefreut auf das, was auf einen zukommt. Weil die Bücher gut waren, weil das tolle Kollegen waren und weil ich auch sehr viel von Herrn Schalko halte. Wie lange überlebt man eine Obduktion? Für mich ist immer ganz klar, dass der Regisseur der Chef ist am Set. Und wenn ich einen Vorschlag habe als Autor oder auch einen Inszenierungsvorschlag habe, dann würde ich nie das direkt so einfach sagen, weil es ist weder für den Regisseur angenehm, noch für die Kollegin oder den Kollegen, wenn ich da quasi mit wem spüle, der gleichzeitig aber inszeniert oder am Text herumtut. Was mir wahnsinnig gefallen hat, ist, dass beim David, dass es nie dieses One Too Much, also dass es niemals ins Comedyhafte, ins Burleske ausgeglitten ist, dass also der Humor sich auf einer anderen Ebene manifestiert hat, was natürlich auch dadurch, dass die beiden zusammengeschrieben haben, Josef Harder und David Schalko, sich schon mal eine ganz bestimmte Humorebene hier manifestiert hat, die ich sehr, sehr schätze. Da muss man aufpassen, dass da nichts im Mund reinrennt. Dass das nicht die Zähne nicht hinkriegst. Ah, tust du Waterboarden? Ich tue Waterboarden.
kann sie nicht runterreißen, weil das, dann tut es, glaube ich, weh. Ich mache es schon. Ich muss den Laken schneller machen. Das funktioniert nicht. Ja, sicher, das habe ich im Fernsehen gesehen. Das ist Waterboarding. Das ist ein Segeln, macht sie bitte los. Ja, das ist ja lähmend. Hör doch endlich auf. Cut. Okay, die war super. Ich finde es sehr schwarz und sehr österreichisch und sehr, sehr gut. Es ist so, ja, es hat was Englisches, aber halt auf Österreichisch. Es ist auf jeden Fall eine morbidere Krankenhausserie, als es die Schwarzwaldklinik ist. Also der Tod steht, der Heilungseffekt ist sicher kleiner als bei anderen Krankenhausserien, das kann man sagen. In Wahrheit geht es um das pralle Leben zwischen Leichen. Das ist eigentlich, grob gesagt, das Thema von diesen 2x90 Minuten. Komm bitte hier auf. Jetzt gib endlich auf, das ist ja Leben. Bitte Ruhe, wir drehen und bitte Ton.